Willkommen zurück zur nächsten Runde von Total War Warhammer 2. Wir zocken weiter mit den Dunkelelfen. Zwei Folgen haben wir noch vor uns. Und wir müssen mal gucken, dass wir das hier noch einigermaßen ordentlich abschließen. Ich glaube, den Fehler, den ich gemacht hätte, ich hätte nicht hier nach links gehen sollen. Weil dieses unangenehme Klima. Es hat zwar nur so eine geringe Auswirkung, aber irgendwie. Ich krieg halt hier die öffentliche Ordnung nicht in den Griff. Von daher, ich komme mit der Armee hier so gesehen nicht weg. Am liebsten würde ich den hier weiter angreifen. Das könnte man auf jeden Fall noch einnehmen, die beiden Dinger hier. Aber gut, den würde ich jetzt auch noch einnehmen. Also ich würde, glaube ich, versuchen, die Provinz hier noch einzunehmen. Und dann mal gucken. Das ist ganz schlechtes Klima, da wollen wir gar nicht hin. Problem ist jetzt halt nur, wenn ich jetzt hier losmarschiere, dann wird die öffentliche Ordnung ins Bodenlose sinken. Gut, wir verbessern ja hier unsere Garnison. Also ich denke mal. Und wir haben ja auch noch ein bisschen Kohle. Was ich jetzt mache ist. Ich werde mal noch einen Kommandanten mir holen. Chance auf magische Gegenstände, Kampfsichtfeld. Cool. Ich suche halt jemanden mit hoher Loyalität. Oh, hier, Waffenmeister. Ja, ich nehme mal den. Schwertarmbrust, Schwertarmbrust. Schwertschild. Bösartig. Ja, aber nur 2 bis 7. Ich nehme mal den hier. Ich will einfach nur, dass wir eine hohe Dings haben. Bessere Dings haben wir hier auch nicht. Okay, das lassen wir mal. Hier wird überall gebaut. Das ist gut. Die ist im Hinterhalt und ich habe den Typen eigentlich gesagt, er soll den angreifen. Ob was jetzt natürlich macht, ist so eine andere Sache. Habe ich den noch? Kriegsoption. Okay, Nargaroth. Okay, dann kommen wir weiter. Also wenn wir die Dinger hier kriegen, die beiden, dann ist das schon mal GG. Handelsabkommen? Nein. Ja, nee, unser nächstes Ziel ist halt da unten. Andererseits ist es noch tagelang hin. Mit denen sind wir hier auch im Krieg, sehe ich gerade. Okay. Ist jetzt wirklich nur die eine hier? Hat die passive Stärkerang? Aber wäre schön, wenn man hier ihre Anzahl von Siedlungen sehen würde. Auf jeden Fall ist sie nicht gerade stark. Ich denke mal, es wird wirklich das einzige Ding hier sein. Ja, dann. Deren Forderung, ich soll denen Geld geben? Nee. Lol. So, mal gucken, was Grond macht. Nix, okay. Dann hoffe ich, dass er jetzt hier. Wenn er angreift, können wir mitziehen. Ansonsten sieht es leider nicht so gut aus. Nee, macht er nicht. Hinterhalt verhindert. Verdammt. Was? Freude am Leide. Aber schön überall Wachstum, mehr öffentliche Ordnung, okay. Ja, jetzt ist immer noch minus 1, sobald ich jetzt hier rausgehe, sowieso GG. Die sind alle voll. Dann gehen wir jetzt mal mit ihm raus. Sind wir jetzt bei minus 9, minus 7. So, wie gesagt, genug Kohle haben wir ja eigentlich. So, die ist entdeckt worden. Das ist natürlich blöd. Wir gehen trotzdem nochmal in den Hinterhalt. Hier können wir verbessern. Schatten mit Doppelwaffen. 3,5. Boah, das kriegen wir hin. Man hier noch irgendwas? Ne, die bauen wir jetzt gerade aus. Wir müssen unbedingt öffentliche Ordnung. So, Forschung. Freude am Leid haben wir. Gefangene nach Verlusten der Stadt plus 15%. Einkommen von Häfen. Öffentliche Ordnung. Wo Geschwindigkeit natürlich auch nicht so bad ist, ne? Also machen wir mal weiter. Nächste Runde können wir hier die Folterschlucht angreifen. Dann wird aber auf jeden Fall hier so eine
Rebellion ausbrechen, definitiv. Und deswegen willst du ein Friedensabkommen? Aha. Das macht nicht so viel Sinn. Ja, schade, der greift dich an, der Typi. Ist ihm wahrscheinlich auch zu heikel. Ja, das ist einfach zu much. Also eine 18er Armee plus. Oh, nee. Todeshexen sogar. Nee. Das schaffe ich nicht. Obwohl man wirklich sagen muss, dieses Ding hier, ich glaube, wir haben es noch nicht in Aktion gesehen, aber das gibt uns hier so ein paar Zauber mitten im Kampf dazu und die sind gar nicht mal so schwach. Also das Unterstützungsfeuer, man sieht es jetzt hier nicht so. Das hat eine übelste Range. Kann man das sehen? Ach hier. Hier, dieser Kreis hier. Solange eine Armee hier in dem Kreis kämpft, kriegen wir hier die Spells so gesehen im Kampf umsonst dazu. Und das ist schon heftig. Ja, alles klar. Wachstum ist gut. Wir brauchen öffentliche Ordnung. Jo. Das muss leider sein, ansonsten haben wir hier immer nur Rebellionen. Machen wir das Ding hier erstmal fertig. Muss ich nicht mal kämpfen? Alles klar. Ja, ich weiß. So, ist hier oben ist hier noch irgendeine Stadt, die ich jetzt einfach nur noch nicht sehe? Das wäre blöd. Dann müssen wir mal kurz gucken. Oder er war gerade hier mit seiner Armee, weil es sieht hier so aus, als wenn gekämpft wurde. Ne, es sind nur die beiden. Oh, hier oben ist jetzt eine Armee. Naja, ist aber minimal. Ja, das ist hier nur ein Held. Der macht jetzt nicht so viel, der nervt einfach nur. Ja, da ist... Wow, minus 19. Okay. Die sind immer noch im Plus. Machen wir mal so. Haben wir da einfach nur eine Standardarmee. Reicht mir eigentlich. So, dann können wir eigentlich weitermachen. Ja, da ist die Rebellion. Mhm. Aber Frieden. Lol. Oder greift er mich jetzt etwa an? Oh, er greift an. Ihr verteidigt gegen Grund. So, wir haben wie gesagt hier die ganzen Spells zur Verfügung. Ist recht ausgeglichen. Oh, der hat übelst viel Reiter. Da müssen wir unsere Speerkräfte ordentlich verteilen. Hexen hat er auch und der hat sogar eine Nahkampfspezialistin. Der ist Level 3. Okay, also es könnte tricky werden. Mal gucken. Wäre schön gewesen, wenn es in Hinterhalt geklappt hätte, aber nee. Ich muss vor den Reitern aufpassen. Oh je. Halin gegen Vilicious. Vilicious. Ja, die haben auch noch überhaupt nicht gekämpft. Dreadlord! So, wir legen die mal kurz hier hin. Ich nehme mal kurz die hier. Rookie. Die kommen in die Mitte. Dann kommt einer hier hin. Einer hier hin. Die haben Schilde, ne? Ja, die haben alle Schilde. Das ist okay. Machen wir einmal noch hier hin. Nagarothi. Dark Elves. Dark Elves. So, das sieht doch cool aus. Zack. Alles hier. Das soll so bleiben. Ist natürlich jetzt hier eine Anhöhe. Was
in dem Fall Bad ist, können wir hier noch irgendwie hoch. Ja, hier ist so ein kleiner Pupsberg. Ich versuch's mal, aber ich glaube die. Ah ne, die stehen gleich da, alles klar. Geht mal ein Stück nach vorne. So, das dauert natürlich hier, bis man die Spells benutzen kann. Die haben so einen Anfangs-Cooldown. Oh, die werden mich jetzt richtig schön einkesseln. Geil. Naja, da muss ich echt die Speere hier irgendwie. Sonst überrennen die mich. Niedrige Bedrohung. So, wir machen mal kurz hier Pause. Hohe Bedrohung, niedrige Bedrohung. Ja, die sind. Im Nahkampf sind die natürlich richtig gut. Können die jetzt hier mal schon schießen? Wir machen mal den Plänkelmodus aus. Und ihr sollt bitte alle auf die schießen. Mit den Pferdchen versuchen wir dann gleich. Ups, nicht allen, mit den Pferden. Den Bogenschützen in den Rücken zu fallen. Wir müssen hier nur unsere Flanke sichern. Also nur in Anführungszeichen. Gehen die hin. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir haben jetzt hier dieses Himmelskessel, verursacht magische Schaden, stark gegen mehrere Einheiten. Machen wir mal so, was haben wir hier? Peitsche des Kane. Eine einzelne magische Blitz, kleiner Wirkungsbereich, stark gegen mehrere Angreifer, gut gegen Artilleriewaffen. Okay. Schwach gegen einzelne Kämpfer. Machen wir einfach mal hier hin und gucken wir uns das Spektakel mal an. Es sei denn natürlich, die bewegen sich weg. Aber wir haben so ein bisschen getroffen. Ich weiß nicht, ob das beide waren oder nur einer. Okay, der ist hier beschäftigt. Okay. Der hat die hier gefangen. Okay, der rennt wahrscheinlich rum. Oh, die werden uns hier bestimmt in den Rücken fallen. Vielleicht sieht man die eine Speereinheit doch noch irgendwo. Ja, da. Ja, die werden uns jetzt hier einrennen. Dafür ist der Rest halt gut. Machen wir jetzt hier einfach so einen Blitz oder was auch immer hin. Oh, das tat weh. So, wir sind sogar bald hier unsere Fähigkeit haben wir gleich freigeschalten. Blood for Kane. Hier. Okay, sehr schön. Unsere Fähigkeit schaltet sich frei. Was? Unsere Dings haben das nicht geschafft? Lol. Da ist nur einer, okay. Okay, der kann weg. So, nice. You rip. Der ist weg, alles klar. Der rennt jetzt auch schon weg. Ach, verdammt. Wir haben hier noch
krass, wie oft man das benutzen kann eigentlich. Puff. So, das war's auch leider. So, wie sieht's hier mit unserem Boss aus? Rookie. Es wird hier echt alles ganz schön knifflig. Sieht nicht gut aus. Schießen die hier überhaupt? Ich sehe hier immer nichts schießen. Echt nichts schießen. Oh Mist, ey. Ich glaube, die Armee schafft es nicht. Trotz der ganzen Hilfe. Jetzt kommen auch wieder. Sag mal, schießen die hier überhaupt? Ich sehe hier nichts schießen. Eigentlich schon, ja. Geld, forgive me. Na, ja, die hauen auch ab. Vielleicht können wir die hier noch aufhalten, zu schießen. Ja, die Armee, also. Level 2 und. Wäre es ein Hinterhalt gewesen. Aber so. Da war trotzdem nicht gedacht, dass wir so auf den Sack kriegen. Ganz ehrlich, aber er hat. Er hat doch keine tollen Einheiten. Nee. So, Munition haben die aber noch. Dass der mich hier noch angreifen kann mit seinen einer Einheit. Ach, das wird alles nix. Ich brauch nichts mehr. Na, jetzt können wir wirklich nur noch hoffen. Weil die schießen jetzt hier schön von hinten rein. Nee, das wird nix. Wo wir hier nochmal jetzt ein paar zum Fliehen bringen. Aber die. Okay, die haben wir auch geschafft. Schießt die mal noch schon kaputt. Oh, ich habe hier noch zwei Einheiten, ey. Die sind verschreckt. Die ganzen Toten hier, ey. Nein. Nein, nicht fliehen. Ah, okay, die fliehen jetzt alle. Naja, das war's, okay. Aber vielleicht lebe ich noch. Mal gucken. Vielleicht beenden. Mannhafte Niederlage. Gut, die waren. Naja, aber wir hatten eigentlich die Spells, also. Er hatte auch einfach mehr Kavallerie. Ich konnte das mit meinen drei Speerleuten nicht so wirklich eindämmen. Mannhafte Niederlage. Er scheint mich nicht nochmal zu verfolgen. Oder doch? Oh, jetzt greift er an. Na, wenigstens was. Das ist gut. Solange er den vielleicht noch belagert. Oh ja, perfekt. Oh, er hat ihn besiegt. Sehr schön. Das ist gut. Und jetzt geht er zu Dings. Jawohl. Er kann es ruhig einnehmen. Ich versuche dann so schnell wie möglich mit denen eine Konföderation einzugehen. Dann habe ich all seine Dinger eh. Es sei denn natürlich, ich kann jetzt schnell nochmal bei mir ins Rhein rennen und mich heilen. Dann renne ich da einfach mit hin. Ja, mach mal schneller hier. Der wollte eine Technologie stehlen, okay. So, wir sind 10 gegen 6. Wobei 6 aber. Naja, Dunkeldorn. Death. Ich glaube, mein Dings kommt nicht hin. Ja, okay. Das müssten wir aber locker schaffen. Mach mal automatisch. Kapper Sieg ist okay. Wir nehmen. Sklaven.
Sehr nice. I have prevailed. Marschieren. Schafft das da rein? Nee. So. Ritus freigeschaltet, Feind im Kampf getötet. Nice. So, mit ihr müssen wir hier erstmal zurück. Wir haben. Ach, das Lokal ist. Ah, okay. 129. Wir könnten mal. Ja, doch so ein paar Kursachen. Aber die haben. Seedrachenumhang. Gegen Infanterie. Die haben Schild. Schleicher. Handbogeninfanterie. Okay, kann in Bewegung schießen. Cool. Oh, wir haben schon so viele Sachen, ey. Ist unglaublich. Wir machen mal. Die haben Doppelschwerter. Also die sind einfach nur. Die rasten hier einfach alle aus. Die brauchen sogar zwei Runden. Ja, mach ich zwei Wochen. Schilde haben wir ja. Wir machen mal noch einmal Schilde und die hier. So, ansonsten heilt sie sich. Wir können hier noch ein Level abgeben. Machen wir mal inspirierende Dings. Jo, ansonsten haben wir alles. Ja. The people grow restless. So, sehr schön. Rebellion haben wir besiegt. Da greifen wir gleich an. Wir warten mal noch eine Runde, denn bis diese Hexenkrieger fertig sind. Okay, die haben sich zusammen. Sehr schön. Der belagert ist. Ich hoffe, wenn ich ihnen helfe, kriege ich trotzdem die Stadt. Das wäre trotzdem noch irgendwie cooler, weil dann umso eher habe ich halt diese Rollen. Oh, führe eine Heldenaktion aus. Cool. Wir haben hier so eine Heldin bekommen. Das ist eine Zauberin. Oh, sehr nice. Die geben wir erstmal in der Armee hier rein. Dadurch wird sie auch auf jeden Fall nochmal ein Stück stärker. Denn. B-Handkämpfer. Rüstungsausrüstung gegen Infanterie, Vorhutaufstellung, Schleicher. Schatten mit Doppelwaffen. Normale Schatten. Und dann machen wir mal. Ach, die können wir nicht. Ich will einfach mal, dass wir vielleicht nochmal ein paar andere Einheiten sehen. Heldenaktion ausgeführt. Nice. Wie gesagt, die braucht eh noch eine Runde, bis die andere da fertig ist. So, hier ist noch nichts fertig. Das ist auch okay. So, dann werden wir jetzt mit ihm. Ja, genau. Das steigt immer noch plus 3. Das ist gut. Dann gehe ich mit ihm jetzt hier hoch. Übernehmen die Dinger und löscht so gesehen den Feind aus. Dann haben wir erstmal unsere obere Grenze so gesehen gesichert. Oh, hier ist noch einer. Der hat das übernommen, der Assi. Verdammt. Vielleicht kann der da zurückschlagen. Aber wie gesagt, die Sachen hier will ich gar nicht erst einnehmen. Und das Ding hier werde ich mit ihm hier einnehmen. Er hat eigentlich genug Truppen. Je mehr Truppen man hat, umso günstiger wird es halt. Ansonsten, je weniger Truppen man hat, umso mehr Gold muss man halt zahlen. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Haben wir genug? So, dann machen wir. Ich mach mal kurz nochmal. Verschlechtert sich. Schade, ich würde. Okay, pass auf. You stand before the Black Court. What would you request? Indeed. Ich gebe dir ein bisschen Kohle. What dark and callous plans do you wish to lay before? Short-sighted. Die Typen mal mit ihren. Oh, wir müssen unbedingt böse sein. Oh. Welche bösen Pläne legst du vor? Lol. So schlecht. So. So, und jetzt müsste sie eigentlich stark genug sein. Hat auf jeden Fall ein paar etwas krassere Einheiten. Oh oh. Immer noch Skaven? Nee. Ja, steht mir halt eine Technologie, ist mir egal. Öffentliche Ordnung, okay, warum nicht? Wir sind mit
allem voll, also wir gehen einfach hier hin. So, können wir hier irgendwas anderes noch bauen? Mauern könnten wir bauen. Vielleicht nochmal öffentliche Ordnung. Ich weiß nicht, ob das zu viel wird. Natürlich bin ich ja eigentlich immer für Wachstum. Weil je schneller wir halt die Gebäude verbessern können. Ich mach mal Wachstum. 15.000 Geld wird langsam weniger. So, mit 16er Armee. Aber schon ein paar coolere Einheiten mit drin. Müssen wir mal gucken. Er geht da hoch. Wie sieht es hier mit der öffentlichen Ordnung aus? Plus 2. Mhm. Ich warte mal noch, bis wir den komplett fertig gemacht haben. Und dann renne ich mit denen hier runter. Ich hoffe, hier sind keine Skaven drin. Aber eigentlich kann man das eigentlich leicht erkennen, wenn hier Skaven-Korruption wäre. Und das wäre, wenn... Weil das gehört hier zu dieser Provinz, diese Stadt hier. Und wenn hier Skaven drin wären, dann würde in den anderen Provinzstädten quasi auch die Korruption steigen. Die ist aber bei 0, also sind hier oben wirklich gar keine Skaven mehr. Das heißt, ich muss nur noch den Typen hier wegbomben. Das hier müsste meine, so blöd es klingt, meine Mutti sein, glaube ich. Sollen wir gleich mal gucken. Das wäre auch gut, wenn wir mit der... Oh oh. Oh oh. Do not displease me. Ach du Emine. Okay, ich glaube, wir verlieren das hier. Wo hat denn der da? Ach, der kam mit der Armee von da. Alles klar. Ist mir jetzt egal. Ich muss das jetzt hier erstmal einnehmen. No mercy. Oh, wir könnten sie ausrauben. Ja, wir rauben es erstmal aus. Mit dem können wir hier hochgehen, aber die Provinz hier werden wir wieder verlieren. Wobei wir die auch nicht mal durch irgendwie einen Kampf verloren haben, gewonnen haben. Wir verbessern. Ich verbessere erstmal die Hauptstadt. Ich muss hier mit ihm wieder zurück. Kann man hier irgendwie... Ne, wir müssen... Ups, wir müssen hier unbedingt rein. Sonst haben wir zu viel Verschleiß. Fähigkeitspunkt. Bösartige Beschwörung. Minus 50% Rüstung wirkt sich auf Feinde in der Reichweite aus. Oh ja. Klingsturm haben wir ja. Linienbrecher ist auch okay. Sammeln haben wir noch nicht. Hm, ich mache erstmal das Ding. So, wo ist die hier? Sie ist jetzt ganz entscheidend. Nee, ich kann ihnen scheinbar dann nur helfen. Was ich aber machen könnte, ist hier oben reinrennen. Hihi. Greife ich einfach von hinten an. Wie gesagt, ist schade um die Stadt. Vielleicht verliert er auch. Oder vielleicht gibt er vorher auf. Weil, wie gesagt, die hat schon eine recht große Garnison. Und die haben halt auch Mauern. Sollen wir mal gucken, wie lange er da jetzt beschäftigt ist. Black Bla. Achso, weil er in... Ich habe ihn marschieren lassen. Nee, der hat auch nur die Standardeinheiten. Achso. Ja, reparieren wäre cool. Okay, machen wir weiter. Ja, also wie gesagt, ist manchmal nicht so schlimm, wenn man jetzt auch mal wieder eine Siedlung verliert. Sollte man sich jetzt nicht so doll ärgern. Man kann nicht halt überall gleichzeitig sein. Wir gewinnen dadurch trotzdem zwei Siedlungen von hier oben. Ja, tschüss. Siedlung verloren, ja, alles klar. Technologie erforscht, sehr schön, alles schneller. Mache ich öffentliche Ordnung oder...
Einheitenerfahrung ist natürlich auch nicht schlecht. Harpyien haben wir noch gar nicht, das ist Schwachsinn. Gefangenverluste nach der Schlacht. Kriegen wir ein bisschen mehr Sklaven rein hier. Aber ich würde echt sagen, ich gehe mit ihm hier weiter, wollte ich schon sagen. Hier kann man jetzt sehen, hier links müsst ihr hier mal drauf achten, wie weit ich gehe und wie viel Movement Range ich noch habe. Und wenn wir hier nur die Hälfte gehen, ihr seht ja, jetzt würde ich hier ziemlich krassen Verschleiß kriegen. Gibt's aber eigentlich die hier, immun gegen Verschleiß. Möglich Verstärkung? Nee, kriege ich keinen. Naja, dann muss ich das machen. Warum auch immer er, wenn er plündert, halt keinen Verschleiß kriegt. Aber so, minus 58. Dann in dem Fall ist doch, glaube ich, cooler, wenn wir uns den Verschleiß einfach doch antun. Hier kann man nichts machen. Du. Gehen wir wieder in das Normale und wir brauchen unbedingt. So. Yes. Sehr schön. Alles klar. Der hat auch Mauern? Das ist ja schlecht, muss ich sagen. Oder ist das die Hauptstadt hier? Nee. Lol, der hat Mauern hier. Das ist ja ein kleiner Assi. Okay. Ja, müssen wir durch. Ein Glück haben wir hier ein Backup. Von daher ist alles gut. Mit dem Ding komme ich leider nicht ran. Und es kann hier auch Level steigen. Sieht man das irgendwo? Ja. Wachstum. Ist relativ wenig. Wachstum. Ich weiß auch nicht, wie wir es hinkriegen, dass wir hier mehr Wachstum haben. Ja, unser Geld sieht jetzt auch nicht mehr so dolle aus. Dann machen wir jetzt hier erstmal einen Cut rein. Ich hoffe. Boah, der hat eine 20er Armee. Okay, wir müssen uns hier schnell aufstocken. Und wir haben hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten noch mit drin. Das heißt, wir sind momentan ein 18er Stack. Die Dinger müssen so schnell wie möglich fertig werden. Ja. Alles klar, aber wir machen jetzt erstmal einen Cut. Es hat mich wieder gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, ist erstmal wirklich nur so ein Einblick. Ich bin auch am Überlegen, mit was ich denn wirklich ein Let's Play mache. Aber es werden höchstwahrscheinlich die Hochelfen sein, weil ich mit denen wirklich am besten klarkomme. Und die Gefahr, dass ich da rein inte, am wenigsten ist. Aber wir gucken mal. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier noch eine Runde mit denen. Und dann müssten wir eigentlich mit jeder Rasse 5 Folgen haben. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Es hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Über Likes würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss, tschüss.